Kein Wetter kann dieses schöne Fahrzeug vermasseln. Ein Fahrzeug sogar mit einem separaten Bad. Das ist für mich das Highlight hier in dem Fahrzeug. Ich bin Max von Camper & Bong und wie der aussieht, das zeige ich euch jetzt in dem Video. Vorher kommen wir nur zu unseren Highlights. Viel Spaß damit. Kommen wir einmal zu den allgemeinen Fakten. Hobby Excellent 560 WFU. Für was steht denn das WFU? Das W für den Heckwaschraum, das F für das französische Bett hier im mittleren Teil und das U steht für die wirklich tolle Rundsitzgruppe, die wir vorne im Bugbereich finden. Jetzt haben wir einen Listenpreis ab Werk ohne Sonderausstattung, ohne Überführung von 29.060 Euro. Und jetzt kommen wir einmal zu den Längen- und Breitenangaben. Gesamtlänge mit Deichsel 7,56 Meter und die Aufbaulänge beträgt 6,39 Meter und wir haben eine Breite von 2,50 Meter und ihr werdet gleich merken, wenn wir im Fahrzeug sind, was wir da drin für eine tolle Blickachse haben. Also das finde ich wirklich ganz gelungen. Jetzt ist die Höhe vom Boden bis zum höchsten Punkt 2,64 Meter und das Umlaufmaß beträgt 10,16 Meter. Da bitte aufpassen, wenn ihr das Fahrzeug aufgelastet bestellt, dann kann sich das Umlaufmaß ändern. Und jetzt kommen wir zu den Gewichten, die blenden wir wie immer an der Stelle einmal ein, weil wir haben jetzt hier eine Masse im fahrbereiten Zustand von 1467 Kilo. Und beladen dürfte den bis 1600 Kilo, also hätte man eine Zuladung von 133 Kilo. Und da bin ich ehrlich zu euch, das ist zu wenig. Wir haben das Fahrzeug hinter uns aufgelastet auf 2 Tonnen und dann hat man viel mehr Zuladung, genau das, was man auch braucht im Urlaub. Und jetzt würde ich vorschlagen, kommen wir einmal zum Exterieur, kommt mit. Wir kommen jetzt hier einmal vorne zur Kupplung, weil wir haben jetzt hier serienmäßig die Knott KS25 verbaut. Das ist eine Anti-Schlinger-Kupplung. Direkt dahinter ganz praktisch die Stützlastanzeige, die im Stützrad integriert ist. Und jetzt drehe ich mich mal um und wir öffnen mal den Gaskasten und werfen da mal einen Blick rein, weil hier haben wir Platz für 2 11-Kilo Gasflaschen. Optional können auch 5 Kilo Gasflaschen mitgenommen werden. Links ist der rollbare Abwassertank und Hobby gibt euch ja netterweise sogar immer noch einen Tritt mit dazu. Finde ich immer ganz schön an der Stelle. Und wir bleiben jetzt mal hier vorne im Bugbereich, weil schaut euch mal das Fenster an. Und das Fenster, das ist toll, weil wir haben dadurch innen drin einen wirklich lichtdurchfluteten Raum. Sehen wir natürlich gleich, wenn wir drin sind. Heute ist es leider nicht so mit dem Licht, aber trotzdem ganz toll gemacht. So, und jetzt an der Seitenwand angekommen, sehen wir einmal, wir haben jetzt hier ein Hammerschlagblech. Wanddicke sind 31 mm und Hammerschlagblech hat natürlich 2 große Vorteile gegenüber einem Glattblech. Aufgrund der Struktur kann es nämlich wesentlich dünner sein. Der Gewichtsvorteil liegt hier einmal auf der Hand. Und wenn da ein Dällchen drin ist, dann fällt das auch nicht direkt auf, weil es auch aufgrund dieser Struktur dann untergeht. Jetzt haben wir hier vorne einmal 2 Dosen. Einmal die Vorzeit-Außensteckdose mit einem 230 Volt-Anschluss und der Möglichkeit, ein TV-Signal einzuspeisen oder das Signal rauszunehmen. Direkt daneben ist einmal der Außenfüllstutzen für den Frischwassertank. Und den Frischwassertank schauen wir uns gleich auch nochmal innen drin ganz genau an. Der sitzt nämlich hier unter der Sitzbank. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen weg vom Fahrzeug, damit ihr euch das mal in der Totalen anschauen könnt. Weil ich finde das wirklich ganz toll, auch mit dem Dekorstreifen. Schlicht norwegisch. Und jetzt haben wir hier auf dieser Vorzeltseite 3 Fenster. Ein Fenster ist ja ganz schön in der Tür integriert. Und auf Höhe der Achse haben wir einmal den Einlass und den Auslass vom Super Slim Tower Kühlschrank. Und Super Slim Tower Kühlschrank heißt für euch 150 Liter Volumen. Dann haben wir hier, ach so, bevor wir jetzt weitergehen, schaut euch mal die Felge an. Leichtmetallfelge ist aufgrund der Auflastung auf 2 Tonnen bereits ab Werk mit dabei. So, und jetzt haben wir hier hinten einmal im Bettbereich die große Außenstauklappe und hier passt doch jede Menge rein. Tisch, Stuhl, Kiste, Weinkiste, Bier, der Grill. Und das Ganze kann man nicht nur bequem von außen beladen, nein, man kann auch von innen das Bett aufstellen und kann dann von innen an diese Staufläche kommen. Und jetzt kommen wir mal in den Heckbereich und ich habe das Fahrzeug mal ja, an Strom angeschlossen, damit ihr mal sehen könnt, wie toll das einfach wirkt, wenn die Beleuchtung an ist. Ja, sportlich automotiv und hier seht ihr schon dieses LED-Band und bei so einem Schlechtwettertag, so wie es heute ist oder es ist sogar noch regnerischer, dann werdet ihr auf der Straße noch besser gesehen. Hier unten haben die nochmal so einen Heckdiffusor angedeutet, in so eine Anthrazitfarbe nochmal hinterlegt. Finde ich das auch nochmal ganz interessant. So, wir kommen auf die andere Seite und jetzt schaut euch einfach mal die Batterie an Fenstern an. 1, 2, 3, 4 Fenster. Deswegen ist der Raum innen drin so lichtdurchflutet. Hier hinten einmal im Heckbereich haben wir die Klappe zur Toilettenkassette hin. Und die hat natürlich auch die Trolley-Funktion. Ganz bequem,
kann man die hinter sich herziehen, man muss sie nicht mehr tragen. Und das Spülwasser für die Toilettenspülung nimmt das Fahrzeug jetzt hier aus dem Frischwassertank. So, wir gehen einmal ein bisschen weiter. In dem Bereich haben wir einmal den CE-Stecker, die Hauptstromversorgung für das Fahrzeug. Und ganz vorne sitzt einmal der Auslass von der Kombiheizung. Kombi 6 ist hier verbaut, 6000 Watt Heizleistung. Und die sitzt hier einmal im Rundsitzgruppenbereich. So, jetzt fängt es gerade wieder so richtig an zu regnen, deswegen gehen wir jetzt schnell rein. So, wir sind jetzt im Innenraum. Bevor wir jetzt hier in dieser Grundsitzgruppe so richtig eintauchen, schauen wir uns doch mal das Dekor an, weil es hat einen tollen Namen. Olmo Pavarotti Magnolia. Und das ist ja hier in diesen glänzenden Farben. Ich finde das ganz toll, ein ganz helles Design. Es wirkt sehr freundlich und das macht auch so einen Raum viel offener. Und die Polsterkombination, die jetzt hier eingesetzt ist, die nennt sich Stilo. Und das ist eine ganz tolle Haptik hier. So ein bisschen wie Samt fühlt sich das an. Wer sagt, Mensch, das ist nicht so meine Farbe und nicht mein Stoff, der kann natürlich wechseln auf das Ausweichpolster, Sari. Und wie das aussieht, das blenden wir euch an der Stelle einmal ein. So, und jetzt fangen wir hier einmal an in dieser Rundsitzgruppe und beginnen auch oben bei diesen tollen Hängeschränken. Und ihr seht direkt auf Anhieb die Ambientebeleuchtung, die sticht so ins Auge. Wir haben die einmal oben über den Hängeschränken und ja sogar hier unten drunter noch einmal. Wirkt sehr schön, sehr harmonisch. Und jetzt öffnen wir mal so ein Fach, weil wir haben natürlich auch drin Platz. Ja, und die gehen ja hier einmal rumherum und die sind tief. Ja, also ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Also hier kann man wirklich toll Sachen beladen. Und jetzt achtet mal drauf, wenn ich die schließe, auch hier mit einem Soft-Close-Scharnier, dass sie sauber und sanft zugehen. Hier an der Seite haben wir nochmal ein kleines Fächlein. Und unten drunter haben wir nochmal so eine offene Ablage, aber auch mit einer Lippe. Ja, ihr seht das hier. Wenn ihr hier was reintut, auch während der Fahrt, dann rutschen die Sachen euch da nicht raus oder zur Seite weg. Also ganz toll angeordnet an der Stelle. Jetzt setze ich mich mal hier in diese Rundsitzgruppe rein. Gehen wir hier auf die Seite. Und dann schauen wir mal, was wir noch so haben. Weil wir haben jetzt hier nochmal zwei Schwanenhalslampen, die man sich nochmal gut verstellen kann. Also man kann hier super das auch nochmal individuell einstellen. Und wir haben vor allem Platz hier in dieser Rundsitzgruppe. Und ich würde sagen, neben mir könnte noch einer sitzen. Hier nochmal zwei Personen. Da sind wir schon zu viert und zu fünf. Also fünf Personen können hier gut und gerne mal Platz finden. Vielleicht, wenn man sich noch ein Höckerchen nimmt, einmal hier sogar doch vor den Tisch. Und der Tisch hat auch die Größe, ja, dass die Personen, die hier dann sitzen, auch zum Beispiel essen können oder man zusammen mal ein Spiel spielt, bei so einem Schlechtwettertag, wie wir es gerade haben. Und wenn man dann noch ein bisschen mehr Beinfreiheit haben möchte, dann empfehle ich immer, weg von dem normalen, serienmäßigen Tisch zu gehen, sondern dann den 1-Sold-Hub-Tisch mitzubestellen, weil dann hat man auch ein bisschen mehr Platzfreiheit hier unterm Tisch. Man hat hier nicht diese zwei Tischbeine, sondern einen zentral laufenden Mechanismus. Und bei so einem Tag wie heute, ja, dann bin ich auch mal gerne im Fahrzeug, nicht gerade unterm Vorzelt, und dann möchte ich auch mal gerne Fernsehen schauen. Und das geht hier so richtig gut. Man kann sich hier richtig schön reinflitzen. Und da seht ihr schon den Fernseherplatz. Ja, jetzt kann man den Fernseher sich da entweder hinstellen oder man holt sich clevererweise noch den Fernsehergelenkhalter, weil dann seid ihr flexibel. Ihr könnt den Fernseher einmal Richtung Rundsitzgruppe schwenken, ihr könnt den Fernseher Richtung Schlafecke drehen oder, das kommt jetzt so ein bisschen auf den Fernseher an, sogar vielleicht zur Tür nach draußen, wenn schönes Wetter ist, könnt ihr draußen sitzen und dann von draußen auch Fernsehen schauen, wenn ihr möchtet. Und jetzt haben wir hier in dem Bereich, in diesem Rundsitzgruppenbereich, drei Fenster. Ich habe eben schon mal gesagt, wie toll mir das vorne, das Bugfenster gefällt. Und sogar das Bugfenster kann man öffnen. Machen wir jetzt nicht, das Wetter passt nicht. Aber diese Fenster haben einen netten Nebeneffekt. Egal, wo ihr euch hier in dieser Rundsitzgruppe platziert, ihr habt immer den Blick nach draußen. Ihr schaut nie auf eine nackte Wand. Und das macht Weite in einem Fahrzeug. Und dadurch merkt man gar nicht, dass er nur 2,50 breit ist. Nein, er wirkt noch viel geräumiger. Ein fahres Ferien Domizil, kann man schon fast sagen. Ja, und man kann nicht nur hier dran gut sitzen an dieser Rundsitzgruppe, sich mal hier reinflitzen. Man kann das Ganze auch zu einem Bett umbauen. Und wenn mal Besuch kommen sollte, ja, die Enkel kommen vorbei oder die Kinder kommen noch mit oder vielleicht ein befreundetes Pärchen, dann kann man das hier wirklich fix umbauen. Und zwar löse ich das hier einmal, klappt das nach vorne weg, ziehe die Sitzkissen jetzt in die Mitte. So, Rückenkissen wird umgelegt. Einmal, zweimal. Und jetzt sehen wir, dass hier noch ein Element fehlt. Und das hole ich mir jetzt mal rasch hier aus dem Kleiderschrank raus. Und sehe, dass das Element doch größer ist, als ich dachte. Und deswegen kommt das Rückenkissen wieder raus. Das kommt da rein. Und das hier kommt hier zwischen. Und dann habe ich das Bett umgebaut. Und das ist jetzt ein großes Bett.
Und wie groß das Bett ist, das blenden wir euch an der Stelle jetzt einmal ein. Und hier können doch mal zwei Personen schlafen. Wunderbar. Und wer den Schlafkomfort noch etwas optimieren möchte, dem empfehle ich es vielleicht immer noch einen Topper mitzuholen oder noch eine Rollmatratze sich mitzunehmen, weil dann kann man das hier noch drüber legen und dann spürt man hier die Ritzen nicht so. So, wir bauen das wieder um und während wir das umbauen, schauen wir auch mal in die Staufächer rein, weil hier verbirgt sich auch noch so einiges. Vor allem hier vorne, direkt am Eingang, da sitzt ja der Frischwassertank und der ist ja bei so einem Fahrzeug mit einer Dusche interessant. Der fasst jetzt hier 50 Liter und ich würde mir jetzt bei so einem Fahrzeug mit einer Dusche noch den City-Wasseranschluss nachrüsten oder ab Werk mitbestellen. Dann haben wir nämlich eine Dauerwasserversorgung für den Wohnwagen, eher gesagt für den Tank. Und dann muss man nicht immer den Tank dann separat auffüllen. So, ich baue das mal hier wieder zurück. Sodale. Und hier unter dem Staufach, da verbirgt sich die Kombi 6 Heizung. Heizung und Warmwasser in einem Gerät. Ganz clever kann man das steuern über das CP-Plus-Modul. Und das CP-Plus-Modul, das sitzt jetzt hier neben dem Kleiderschrank. Und wie dieses CP-Plus-Modul funktioniert, das hat euch der Christian schon in einem Video beschrieben und das Video haben wir euch einfach mal unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Und das heißt aber nicht, dass man es nur an dem Bedienpanel direkt steuern kann. Nein, das Fahrzeug ist ja Hobby Connect fähig und das heißt, wir können die Heizung als auch die Warmwassersteuerung über unser Handy bedienen. Und wie Hobby Connect funktioniert, das zeige ich euch jetzt einmal. Weil jetzt kann ich ihn unter anderem über die App einmal das Licht einstellen. Ich kann sehen, wie voll ist mein Frischwassertank. Ich kann jetzt hier die Raumtemperatur einstellen, ob jetzt 22 oder 23 Grad. Und kann die Warmwasserversorgung auch mit zuschalten. Und das Ganze via Bluetooth über mein Handy. Das ist doch mal wirklich smart. Und jetzt würde ich vorschlagen, beginnen wir mit der Küche. Im Küchenbereich einmal angekommen, beginnen wir oben an den Hängeschränken. Und die sind so schön ausgeleuchtet durch die drei Spots. Ich öffne die mal, weil hier haben wir Platz. Platz für Teller, Tassen, Töpfe. All das kriegen wir hier unter. Und wer jetzt noch eine Kaffeemaschine mitnehmen will, da habe ich ein super Fach. Das nehme ich hier. Das kann man natürlich auch zum Beladen nutzen. Aber wer hier eine Kaffeemaschine reinstellen will, das geht auch. Und den 230 Volt Anschluss, den kann ich für euch noch nachrüsten. Und das Kabel, ich sage aber so schön, das haben die nicht vergessen einzubauen. Nein, das ist für die Vorbereitung Dachklimaanlagen. Die haben wir jetzt hier mitbestellt. Und wenn eine Klimaanlage nachgerüstet wird, entnehmen wir kein Dachfenster. Wir rüsten die Klimaanlage hier danach, weil da die Vorbereitung einmal sitzt. Das Kabel tue ich hier einmal rein. Und die mache ich schon mal wieder zu. Und ihr seht ja, das ist alles so Ton und Ton in dem gleichen Dekor wie die Hängeschränke. Also es ist ein schönes Muster, das zieht sich hier durch das Fahrzeug durch. Hier an der Seite noch so zwei Fächlein. Da kann man vielleicht Gewürze reinstellen. Und dann haben wir hier einmal auch eine ganz tolle Blende angebracht. Und in der Blende, ihr seht das auch hier, nochmal Ablagemöglichkeiten, die indirekt beleuchtet sind. Man sieht den Rahmen vom Fenster nicht, also es wirkt sehr harmonisch. Und dann kommen wir mal hier zur Arbeitsplatte und zu der Kocher-Spülkombination, die ich jetzt mal öffne. Weil hier haben wir jetzt einen 3-Flammen-Kocher integriert mit direkt rechts anbündig der Spüle. Und man kann jetzt hier ohne ein Feuerzeug ganz smart die Flamme anmachen. Ja, und man hält es ein bisschen länger gedrückt. Und jetzt kann ich das sogar stufenlos einstellen, hier nochmal über den Drehregler. Man kann alle drei Flammen gleichzeitig kochen. Und wenn man jetzt fertig ist mit dem Kochen, dann muss man ja leider auch sauber machen. Und das geht auch einfach. Man geht hin, zieht hier das Rost raus, kann hier einmal sauber durchwischen, sammelt alles Richtung Spüle und kann es da dann wirklich gut entnehmen. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal nicht zum Spülhaus gehen möchte, weil zum Beispiel schlechtes Wetter ist oder weil man einfach mal entspannt hier drin das machen möchte, geht das, weil hier haben wir auch eine große Spüle mit Warm- und Kaltwasser, finde ich auch mal ganz praktisch, wenn man diese Möglichkeit hat. Ich schließe das einmal. Ihr habt ja gerade gesehen, wie toll das ausgeleuchtet ist. Und das liegt daran, dass hier einmal noch so ein LED-Band drin ist. Ganz schick gemacht. An der rechten Seite haben wir noch einmal 230 Volt Anschluss. Das ist ein USB-Anschluss. Und zwei 230 Volt Anschlüsse. Und hier im Küchenbereich haben wir auch nochmal Lichtschalter, wo wir das Licht nochmal hier separat steuern können. So, jetzt werfen wir mal einen Blick hier unter den unter die Küchenarbeitsplatte und jetzt haben wir nämlich hier einmal den Besteckschubladeneinsatz. Wir haben hier noch ein bisschen Staumöglichkeit. Ich mache das mal zu. Hier haben wir ein großes Fach passend für ja, Topf, Pfannen, Schüsseln. Hier kann man wirklich viel reinladen. Beachtet aber bitte, dass man das nicht über 10 Kilo beladen darf. Hier unten noch mal ein etwas kleineres Fach. Das liegt daran, dass dahinter der Radlauf ist. Aber trotzdem noch eine schöne Staumöglichkeit. Hier an der rechten Seite haben wir sogar noch mal einen Apotheker. Schaut mal. Das ist doch mal wirklich ganz toll für Gewürze, für Öle. All das kann man noch hier unterbringen. Und jetzt hört einfach mal, das ist kein Plastik. Das ist richtig massiv hier nochmal verarbeitet. Ich schließe das mal und jetzt achtet mal drauf. Selbst hier ist ein Softlauf-Scharnier eingesetzt. Und jetzt sucht man natürlich noch einen Platz für das Küchenhandtuch. Haben wir auch ganz clever hier untergebracht.
Und zwar haben wir so einen ganz kleinen Auszug hier noch meiner Seite. Und das ist Hobby. Also Hobby steht ja für diese innovativen Ideen, für diese Kleinigkeiten. Und im Küchenbereich darf natürlich kein großer Kühlschrank fehlen. Und der ist hier. Super Simtower Kühlschrank, 150 Liter Volumen. Und man kann jetzt hier oben natürlich das Gefrierfach super nutzen. Und wer das Gefrierfach nicht braucht, der kann das auch optional rausnehmen. Und hierbei handelt es sich um einen Absorberkühlschrank. Das heißt, der läuft über drei Energie an oder kann über drei Energie anlaufen. 230 Volt Landstrom, 12 Volt in einer Kühlerhaltung während der Fahrt und über Gas ganz autark. Hier im Kühlschrank haben wir nochmal so clevere Staufächer. Kann man auch nochmal super nutzen. Und hier unten drunter nochmal so ein kleines Fach zum Beladen. Es wird ja gekühlt, noch beheizt, aber kann man natürlich noch mal super nutzen. Und das, ja, man denkt fast, es gehört zum Kühlschrank mit dazu. Und jetzt würde ich vorschlagen, schauen wir uns mal so ein bisschen die TV-Ecke an. Hier die Garderobe direkt am Eingang, weil das ist auch ganz toll gemacht. Wir machen, denke ich mal, hier Licht an. Und zwar ist hier oben in der Vitrine so eine Lampe. Ja, und diese Vitrine, da steht Hobby drauf, finde ich aber noch mal schön. Man kann hier vielleicht Gläser unterbringen, ein bisschen Deko. Wirkt sehr harmonisch dadurch. Hier unten drunter ist ja einmal die TV-Ecke, hatte ich eben schon mal im Sitzgruppenbereich angesprochen, dass das hier ein ganz toller Platz ist. Und hier unten drunter haben wir auch noch mal ein bisschen was zum Beladen und vor allem die richtigen Anschlüsse, ja, um den Fernseher anzubringen. Zwei 230 Volt Anschlüsse und bereits ist hier serienmäßig das Koax-Kabel verlegt. Und jetzt schaut mal, die haben das Ganze so ein bisschen vorgezogen und dadurch haben wir hier noch mal eine Garderobe. Ja, und da oben ist einmal der Haken dafür und dieses Fach hier ist sogar separat beheizt. Also trocknen auch die Jacken, wenn sie mal nass sind. Und da unten ist nochmal so eine kleine Ablage für die Schuhe. Und jetzt wandern wir mal so ein bisschen Richtung Wohnbereich. Und jetzt schauen wir uns mal hier den Kleiderschrank an. Ich öffne den mal für euch, weil hier haben wir Platz. Platz für, ja, Kleider, Jacken, Blusen. Vielleicht auch Jacken passen hier wunderbar rein, aber auch die Bordelektronik ist hier versteckt. Wir sehen hier oben den Umwandler von 230 Volt auf 12 Volt. Wir sehen den Sicherungsautomat, wir sehen da unten das Lichtsteuermodul von Hobby. Wir sehen da nochmal zwei 230 Volt Anschlüsse und hier unten drunter vor allem haben wir auch nochmal Platz. Was wir auch nochmal super nutzen können. Ja, vielleicht für Schuhe oder für Putzutensil. Die müssen wir leider auch mit im Urlaub. So, ich schließe das einmal. Und hier so in diesem Gangbereich haben die es ja super gelöst. Und wir machen uns auch mal hier Licht an, damit wir einfach mal ein bisschen mehr sehen. Und wir beginnen einmal hier oben. Und zwar, warte mal, wir machen auch die Ambientebeleuchtung an. Weil auch hier ist die Ambientenbeleuchtung einmal mit integriert. Ja, schaut mal, sieht das nicht schick aus? Das zieht sich durch das ganze Fahrzeug einmal durch. Hier oben haben wir nochmal so ein kleines Fach, was wir beladen können. Wir haben unten drunter nochmal, ja, eine offene Ablage. Wir haben auch hier ein Fenster. Man kann alle Fenster hier öffnen und auch alle Fenster haben ja ein Fliegen- als auch ein Verdunklungsbisset. Ich kann den nur leider jetzt schlecht öffnen, weil es regnet. Aber schaut da gerne mal in die anderen Videos rein. Da habe ich euch das immer erklärt, wie man so einen Fenstermechanismus richtig bedient. Hier haben wir eine schöne Ablage, eine schöne Fensterbank und das ist ein Platz, wo man vielleicht auch einen Fernseher hinstellen könnte, wenn man möchte. Und wer jetzt keinen Fernseher mitnehmen will im Urlaub, der kann sowas auch nutzen, um vielleicht ein bisschen Deko hinzustellen. Eine kleine Blume, Blumenvase oder so jetzt. Das sieht natürlich dann auch schön aus. Wir machen das hier unten mal auf. Und hier haben wir noch ein paar Beladungsmöglichkeiten. Und ich würde sagen, an eins fehlt es diesem Fahrzeug nicht. Und das ist Stauraum. Ja, also wie viele Möglichkeiten haben wir hier, Sachen unterzubringen? So machen wir das. Perfekt. Und arretieren tun die zum Beispiel hier mit einem Magneten. Ja, und jetzt sind die fahrfest. Jetzt können die nicht mehr aufgehen. So, wir drehen uns jetzt mal um. Und das Fahrzeug heißt ja WFU. Und das F steht für dieses französische Bett, was wir hier in diesem Wohnbereich haben. Oder eher gesagt, in diesem mittleren Bereich. Auch hier, gleicher Ablauf. Wir beginnen einmal oben an den Hängeschränken. Wir haben die Ambientebeleuchtung. Ich öffne die mal alle, damit ihr noch mal kurz reingucken könnt. Und euch schon mal innerlich das Fahrzeug bestückt. Also hier kann man natürlich super noch Sachen unterbringen. Auch hier nochmal diese offene Ablage. Und wir haben hier so einen Spiegel angebracht. Und das ist so ein optischer Trick. Weil wenn man hier so in dem Raum steht, dann schaut man meistens immer so Richtung Spiegel, weil es genau auf Blickhöhe ist oder ja, auf Körpergröße ist, würde ich das sagen. Und dadurch wirkt der Raum automatisch größer, weil ihr einen viel besseren Überblick dadurch habt. Da unten drunter nochmal ganz schön ein Ablagefach integriert und mit einem 230 Volt Anschluss nochmal versehen, damit ihr da zum Beispiel mein Handy, ein Wecker oder all das anschließen könnt. Zwei Leselampen, die dürfen auch nicht fehlen. Und was mir auch gefällt, ich setze mich oder lege mich mal hier drauf, diese Vertäfelung hier, ja, das ist so eine Lederoptik. Es wirkt sehr wertig,
sehr schön und mache das hier im Bettbereich nochmal so richtig gemütlich. Und jetzt habe ich mich ja schon mal aufs Bett gesetzt. Und wie groß das Bett ist, das blenden wir euch an der Stelle einmal ein. Und vor allem hat man hier einen wirklich guten Schlafkomfort. Wir haben nämlich eine Federkernmatratze serienmäßig mit dabei. Und wer das jetzt noch optimieren möchte, der kann ab Werk auf eine 7-Zonen-Kaltschirmmatratze noch wechseln. Ich drehe mich nochmal um, weil ich euch jetzt mal die Matratze zeigen möchte. Also hier ist richtig was hinter. Eine ordentliche Matratze. Wir haben ein schönes Lattenrost nochmal integriert. Und in dem Bereich haben wir ja noch ein Seitenfenster. Und das heißt, man kann so mit dem Tag aufwachen. Ja, das finde ich immer ganz toll, wenn man aufwacht. Man kann aus dem Fenster gucken, man sieht in die Natur. Kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Campingplatz an. Aber mir gefällt das. Wir haben hier oben nochmal ein Dachfenster. Das heißt, man kann auch mal super quer lüften, wenn es was wärmer ist. Und ich hatte draußen schon gesagt, an den Stauraum kommt man von hier innen auch. Ja, ich kann das jetzt hier ganz bequem aufstellen. Wir haben hier zwei Gasdruckdämpfer drin, die das dann auch in dieser oberen Position halten. Und dann seht ihr nochmal, wie viel Platz wir hier unter dem Bett haben. Ich schließe das wieder. Und dann möchte man ja auch vielleicht mal seine Privatsphäre haben. Wenn man hier schläft, man hat Besuch oder es schläft hier jemand noch auf der Rundsitzgruppe, dann haben wir nämlich hier das Plissé, was wir einmal zuziehen können. Es ist ein Fallplissé, aber es erfüllt seinen Zweck. Es ist blickdicht. Es ist natürlich kein Geräuschschutz, aber trotzdem nochmal eine schöne Möglichkeit, damit man das hier separieren kann. Wir kommen zum Highlight, zu meinem Highlight, vielleicht auch zu eurem, zum Heckwaschraum. Öffnet mal die Tür, schaut mal rein und das ist doch mal Luxus und Komfort in einem. Wir haben eine separate Dusche, wir haben ein ganz tolles Raumangebot und hier kann man wirklich vernünftig drin duschen. Ich gehe einfach mal direkt geradeaus durch zur Dusche. Wir fangen nämlich einmal von hier an und mal kurz zu meinen Maßen. Ich bin 1,88 groß, wiege 93 Kilo und ich habe Platz hier drin. Ich kann mich bewegen. Ich habe vor allem noch Stehhöhe. Auch größere Personen hätten hier nochmal die Möglichkeit, gut zu duschen. Hier haben wir einmal an der Seite die Abstellmöglichkeiten hier für Shampoos, für Lotions. Hier haben wir einmal die Armatur angebracht. Natürlich mit Warm- und Kaltwasser. Kann man sogar auch nochmal verstellen. Also das ist doch mal praktisch. Hier haben wir einmal den Spritzschutz, den mache ich auch mal kurz ab. Ich mache den mal zu, weil der schließt hier mit einem Magneten wirklich sauber ab. Und jetzt komme ich auch an der Stelle schon wieder raus. Weil wir schauen uns mal hier die Staumöglichkeiten an. Wir haben nämlich hier oben einmal natürlich eine ganze Front voller Spiegelschränke, aber auch nochmal Platz, um hier ein paar Hygienartikel unterzubringen. Das gleiche haben wir auch nochmal auf der Seite. Hier unten drunter einmal... Ja, der Waschtisch, wir haben hier eine schöne Armatur in Anthrazit gehalten oder in so einem Schwarzton, finde ich auch sehr schön. Alles natürlich hier vor dem Wasser geschützt, also nochmal schön abgedichtet. Wenn man jetzt geduscht hat, dann muss man auch für genügend Abluft sorgen und dafür haben wir hier oben nochmal ein schönes Fenster angebracht. An der Seite auch nochmal ein Seitenfenster und da seht ihr zum Beispiel, das ist in einer Milchglasoptik, dass man von außen nicht direkt reinschauen kann. Auch hier oben nochmal Staumöglichkeiten. Machen wir auch nochmal auf. Auch natürlich hier mit einem Softclose-Scharnier. So, hier haben wir nochmal ein bisschen Beladungsmöglichkeiten. Jetzt haben wir hier zum Beispiel, ich setze mich mal, auch noch einen 230-Volt-Anschluss. Ja, so ein Föhn, Glätteisen oder ein Rasierer, all das könnt ihr hier anschließen. Wir haben hier an der einen Seite nochmal Platz, um was unterzubringen und vor allem die Lichtschalter für den Badbereich. Ihr müsst nicht groß suchen, wenn es hier drin dunkel ist. Ihr wisst, die sind direkt hier unten rechts am Eingang. Hier unten drunter auch nochmal Stauraum unter der Spüle. Und zwar haben wir hier nochmal eine schöne Möglichkeit, Hygienartikel unterzubringen. Toilettenrollenhalter darf nicht fehlen und nochmal zwei Haken, dass man hier was unterbringen kann. Und das nasse Handtuch oder die Handtücher, die könnt ihr da oben hinhängen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Drei Haken nochmal ganz clever integriert. Und jetzt würde ich vorschlagen, kommen wir zum Fazit von dem vollen Fahrzeug und dafür gehen wir einmal nach draußen. Wir kommen zum Fazit vom Hobby Excellent 560 WFU. Ein tolles Fahrzeug, vor allem für die, die Autarkie lieben, weil wir haben eine separate Dusche hinten im Heckbereich und das ist doch mal Komfort, ein fahrendes Feriendomizil. Und ja, wem das Fahrzeug genauso überzeugt hat wie mich, dann schreibt uns doch gerne. Wir kommen hier aus dem Rheinland, wir haben drei Standorte, einmal in Kerpen, einmal im Wesslingen bei Köln und hier im Rheinbach und ja, wir beraten vor Ort oder ganz entspannt digital. Schreibt uns gerne, ich freue mich auf euch, euer Max. Bis bald.